Hallo zusammen, heute habe ich ein spektakuläres Kartenkunststück mit Lilly vorbereitet und dafür brauchen wir dieses unsichtbare Kartenspiel. Und wir wollen einmal die Fantasie unserer Zuschauer testen. Ja, hallo, mein Name ist Jean-Olivier. Zwar habe ich Folgendes vorbereitet. Und das ist dieses hier, wie gesagt, das Spiel in ihrer Fantasie, ein unsichtbares Kartenspiel. Ich darf Ihnen das Spiel einmal geben und Sie dürfen das Kartenspiel einmal ein bisschen durcheinander bringen. Wenn Sie meinen, die Karten sind gut durcheinander, einen Fächer schlagen und vielleicht die Dame zu Ihrer Seite eine Karte ziehen. Wichtig ist jetzt, dass Sie sich die Spielkarte gut merken. Sie haben eine. Gut, dann dürfen Sie Ihre Karte nehmen, diese umdrehen und falsch herum zurück ins Kartenspiel stecken. Wunderbar. Sie dürfen nochmal mischen. Und dann dürfen Sie sich das ganze Kartenspiel in die Hosentasche stecken. Denn ich habe noch ein weiteres Kartenspiel dabei und das bringt meine Bühnenpartnerin mit. Die nennt sich Lilly und ja, Lilly kommt von da hinten geflogen. Wunderbar. Wie gesagt, wir haben im Vorhinein ein kleines Kartenspiel hier vorbereitet. Das ist auf der Rückseite der Drohne. Ich nehme es mal vorsichtig ab. Vielen Dank, Lilly. Wie gesagt, ein Kartenspiel, 32 Spielkarten. Die haben jetzt völlig frei eine der Karten ausgewählt. Und da wir zwei die Karte jetzt noch nicht wissen, dürfen Sie jetzt zum ersten Mal sagen, welche Karte Sie umgedreht ins Spiel gelegt haben. Bube Herz. Bube Herz. Pik 8. Die Pik 8. Wir schauen mal vorsichtig nach. Ich gehe mit Spitzen, Fingern hier durch. Oh, direkt am Anfang ist eine Karte schon umgedreht. Wir gucken, ob noch eine umgedreht ist. Nee, nur die eine. Schauen Sie mal selber nach, ob das... Wie macht der das bloß? Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Schauen Sie mal selber nach. Das hier ist. Wow. Der Wahnsinn. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Tschüss, schönen Abend noch.